So. Mal wieder ein schönes Let's Play zu State of Decay 2. Jetzt noch bis später Stunde. So, dann starten wir mal. Wir waren letztens mit Johnny die Lücke. Waren wir in der Nähe von irgendeinem Stromaggregator. Und da ist uns aufgefallen, ah fuck, wir haben nicht so viele Punkte, um das einzunehmen. Also, Ziel heute ist Punkte sammeln und Strom zu haben in unserer Basis. Das ist mein Plan. Und na, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich muss morgen erst später arbeiten. Also dürfte das klar gehen. Ja, Puller Peter, ich bin ein bisschen spät dran, ich weiß. Aber ging nicht vorher. Und ich strenge mich an. Ich strenge mich an. So. Alles klar. Metzer habe ich. Runter geht's. So, wir waren. Warte mal. Nein. Strom. Hier war der Strom, alles klar. Kostet 2000, ich habe 335, das ist ein Witz. Ist vielleicht noch besser. Jo. Baue einen Außenposten für Lebensmittel, aber habe ich doch. So, ist vielleicht noch besser. So. Ein Kreischer, 6 Zombies. Ja, dann killen wir das mal auf die Schnelle. Oh. Nicht hupen! Pissig, Mann. Kommt mal raus hier, ja, Mongos. Nein. Ah. Alter. So, ist hier noch jemand? Thank you.
gut. Dürfte theoretisch eingenommen sein. Gut. Mal kurz aussteigen. Nein. So. Hallo. So. Nein. Du mit deiner hässlichen LED. Nö, dürfte keine schwere Sache sein, aber alleine ist halt, ja, ist halt schwierig, wenn, wenn die alle auf immer zu dir kommen und, ja, deswegen ist es schon cooler, mit dem Auto hinzufahren, dann kannst du dich gleich über den Haufen fahren und dann, ja, die Kreischer am besten zuerst töten, weil die holen dann immer wieder welche und das ist ein bisschen lästig. Wollen wir natürlich nicht einnehmen. So, Auto ran. Gemeinschaft beginnt zu verhungern. Okay. Chill mal. Oh, Essen, Essen, Essen. Autowerkstatt. Brauchen was zu essen. Wieso habe ich denn hier nie was zu essen? Was ist denn hier los? Hier! Obststand. Das ist gut. Möchte. Nee. Erstmal dahin. Naja, hier doch. Hier ist doch hier noch zu essen. So, gehen wir mal da zuerst hin. Alles klar. So. Ja, sozusagen, ja, das wäre halt das Beste. Geht also am schnellsten. Kannst natürlich auch zu Fuß hin und da alles, kommt immer auf die Waffen drauf an, die du gerade am Start hast. Mit dem Messerchen ist ein bisschen schlecht, da alle weg zum Metzeln, aber so dürfte es halt eigentlich gehen. Ja, die sind natürlich gefährlich. Verpiss dich, Mann! Verpiss dich, ey! Alter, das sieht sehr schlecht für mich aus, Kopf. Nein, 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 du stirbst jetzt nicht, Alter! Verpisst euch, Alter! Boah, was packst du hier rum? Alter! Was ist los jetzt hier? Ah, fuck you, Alter!
Scheiße! Fuck! Ärgerlich. Super fucking ärgerlich, Alter. Siehst du, Tim, und das ist das, was ich gerade meinte. Da muss ich erstmal einen Schluck Tee trinken, ja. I see a lot of unhappy faces around here. Oh, das kotzt mich gerade so hart an. Richtig schön scheiße. I hope nothing heard that. Falsche Seite hier. Look, we've got a lot of empty stomachs. Ah, ich kotz grad so ab. Oh, jetzt ist natürlich eine gute Frage. Die scheiß Dreckskarre ist. Ach, hoffnungslos, jetzt flennt ihr nicht rum. Hey, door's open. Hey there. I could use a hand over here. Can you spare someone? Later, Essay. Hey. Adios. Adios, Kollege. Ah, ist das so ärgerlich gerade, Alter. Aber nun gut. Ist halt so. Flennen wir nicht rum. Passiert. Hauptsache, wir finden... Ja, Mann, ey, verpiss dich doch, Alter. Unser Auto, das wäre mal ganz nett, wenn wir unser Auto wiederfinden würden. Weil so ein gepanzertes Auto ist schon was Feines. Ist es das hier? Nee. Ist es nicht. Ah, ich bin doch hier irgendwo rinnekesselt. Fetz. Fein, 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 fein. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel so ein Infektionsherd ausschalten, aber ohne Auto ist das gerade ein bisschen schlecht. Are there any helpful people in the area? I could use an assist. Hey, come here, will you? War ich hier nicht irgendwo? Hier war, ah, da steht mein Auto, alles klar.
Ja, du Dreckschwein! Zack, 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 zack! So, hier irgendwo ist meine Leiche. Hm, da ist er. Yo. Let's get this back home. That's too much, man. That's too much, man. That's too much, man. Oh, ey. Geh mir nicht auf den Sack. Can't carry that. Higher out, lugging this shit around. So, was war das jetzt hier? So, die kannst du mal ablehnen. Brauchen wir nicht. Axt fast kaputt. Besser brauchen wir nicht. So, ja, mein Auto. Machen wir ja das Kit. Machen wir die Scheißkarre ganz. Ja, die Figur ist leider für immer weg. Die ist jetzt tot. Richtig tot. Das ist natürlich richtig, richtig schön räudig. Aber ich sag mal so, weniger Menschen in meiner Basis, mehr Essen für andere. Was natürlich jetzt nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache ist. Aber... nun ja! So ist das nun mal. So, was wollte ich denn hier eigentlich? Essen. Essen, essen, essen. Gut. Hier drinnen also, alles klar. Die Gegend sieht natürlich genauso aus wie im ersten Teil. So. Schön gucken, was es hier gibt. Anscheinend nichts. Alter, willst du mich verarschen, Alter? Piss dich, Alter! So, alles klar. Hier ist also nichts zu essen. Das ist mein Auto. Was denn für ein Container? So. Hier ist noch was. I can work with this. So, auf jeden Fall mal Essen suchen. Ja. Ich hab schon, siehst du, ich hab schon den Namen vergessen von der toten Person. Wie er heißt. Tja. Tut mir natürlich aufrichtig leid.
dass es so ist, wie es ist, aber... Ja, ich hätte gesagt, der wird's überleben, aber... Das war jetzt echt scheiße. Was hast du denn hier? Als Maul. So. Das nächste Ding. Ach, hierin. Na ja, gut. Gucken wir mal, was hier zu bieten ist. Da war, glaube ich, das erste solchen, hä? Nee, ich spiele gerade, glaube ich, Antonio, oder? Ja, ich spiele gerade Antonio. Antonio! Auch nichts zu essen. Alright, I think we're alone. No more to see. Kiste mit Lippenbalsam, Alter. Was soll ich denn damit? Das ist ein bisschen dolle Scheiße, dass ich hier gar nichts zu essen finde. Okay, aber so ist das halt nun mal. Oh. Geht's halt woanders hin. Oh, sorry. Nice. You're graceful. Ich könnte ja mal versuchen. Ja, sorry, Alter, es war zu laut. Habe ich selber gerade mitgekriegt. Könnt ihr mal versuchen? Ja, kann ich anscheinend nicht. Garten anlegen, aber da brauche ich einen kleinen Slot. Okay. Okay, also ich merke schon, das ist alles ganz schön scheiße gerade. Gut. Weiter geht's. Wandernde Horde, alles klar. Die könnten wir mal theoretisch übelst umrasseln. Was hält die Horde hin? Oh, nee. Ja, komm schon, Alter. Piss dich mal an, Alter. Du hießt mir voll auf den Sack, Alter. Was für ein Arschloch, Alter. Meine schöne Tür. Schuld ist mir eine Scheißtür. Ja, stimmt, so heißt das Spiel, Alter. Genau. So.
So war das. Alter, was ist denn, Mann, dein Scheißproblem? Hier, du auch noch, Alter. Ja, du auch noch. Jetzt halt's Maul und verpiss dich. Das Einzige, was ich jetzt machen könnte, wäre wirklich... rumfahren und gucken, was ich finden kann. Das wäre jetzt das Einzige, was ich jetzt mal auf die Schnelle machen kann, wenn ich mir wirklich mal ein anderes Bezirk suchen. Auf jeden Fall, hier habe ich hier oben. Ich war ja nämlich schon mal. Hier habe ich nämlich auf jeden Fall was gelassen. Ja, irgendwie konnte ich es nicht. Du meinst jetzt die Autotür theoretisch? Jo, jetzt was zu essen trinken. Ab im Kofferraum. Weiter geht's. Ja, eigentlich kann man die aufstoßen immer wieder, dass die runterfallen, aber irgendwie ging es bei dem Pisser halt anscheinend nicht. Warum auch immer. Kann ich dir gar nicht beantworten, warum das so war. Aber du siehst, das sieht richtig schön bescheuert jetzt aus. Sind wir hier auf jeden Fall am Anfangsgebiet. Das war mein Anfangshaus hier vorne. So. So, habe ich hier noch was? Hat das was? Meine Güte. Mal, ey. So. Ja, muss ich jetzt erstmal so machen. Mal gucken, was da drin ist. Hey, check this out. Einmal frei. Läuft.
Ja, tut mir leid, Leute, dass das jetzt so ist, aber ich muss Fressen halt scheinbar sammeln. Erstmal für meine Belegschaft. Damit die auch mal zufrieden sind. Weil die haben die Schnauze voll von mir. Jetzt nach dem Tod von Jordan. Ich glaube, der hieß Jordan. Der ist über den Jordan. Kotzen die natürlich alle scheinbar ab. So, baufällige Hütte. Geht's da jetzt hin? Alles klar. Muss man natürlich gucken, wie wir da jetzt am besten hinkommen. Gucken, ob wir da hochfahren können. Natürlich können wir das. Ja, das kann man natürlich nicht machen. Doch, wir können. So. Halt. Er halt's Maul. Da, jetzt kommt er hier wieder. Ah. Ich müsste Y drücken. Wuhu. Nein. Scheiße. Nein. Was ist denn das für eine Scheiße? Alter, piss dich, Mann! Das ist natürlich jetzt die größte Scheiße, die mir natürlich passieren kann. Oh nein! Ja, müsste ich aber erstmal ein anderes Auto wieder finden. Oh, ey. Das ist heute nicht mein Tag. Es ist heute nicht mein Tag. Nein. Da steht ein Auto drin. Natürlich komplett Schrott ist und nicht fährt. Oh, nein. Alter, ich sehe ja gar nichts. Oh.
getting low on that. Da. Das ist hier meins, wa? Ja. Ah, da steht's. Das qualmt schon. Das brennt. Im Versuch haben wir, bevor es hochgeht. Tja, jetzt ist eine gute Frage, ob ich jetzt von hinten drauf fahre. Oh, meine Güte. Hätte nicht mein Tag war. Jetzt ist das Benzin alle, ey. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Kann nicht wahr sein. Das bleibt voll stecken. Das kann doch heute nicht wahr sein. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ich brauche jetzt wirklich mal einen Gedankenblitz, wie ich das jetzt am besten mache. Bevor das Auto hier gleich hochgeht. Wenn das Auto hochgeht. Da macht's mein Auto hier auch kaputt. Vielleicht muss ich wirklich noch ein anderes Auto suchen. Zerstört. Benzindepot. Ist kein anderes Auto in der Nähe. All right, I'll stay. But you know where I draw the line.
Du willst mir nur nicht helfen, Tim. Du willst es einfach nur nicht. Oh, endlich, Alter. So. Wo habe ich jetzt hier noch mal? So, genau da. Und jetzt fahren wir mal ein bisschen vorsichtig. Jetzt wollte ich gerade sagen, Alter. Ein bisschen vorsichtiger fahren mit der Bude hier. All we needed was a helping hand. Instead, we'll just be moving on. Oh ne, ey, das kann doch nicht wahr sein. Bin ich jetzt vergiftet? Ey, raste ich hier gleich aus. Was ist denn das für ein Scheiß? Infestations around here. So viel Pech wie ich heute krank genommen. Nice to have a moment of fucking quiet. Ich hoffe, morgen ist mein Tag besser. I can work with this. Yay. Ja, das stimmt allerdings. Und wir will heute nicht wirklich irgendwas klappen, warum auch immer. Aber nun gut. Fertig mit heulen. Das ist ja die Stromversorgung. Fahren wir mal dahin. Genau, mal die Ressourcen. Genau. Vielleicht finde ich damit noch was anderes. Ja, ja, Schnauze. Natürlich nicht. Komm ich hier ran? All right.
Let's see what we got. That beater looks like it's still running. Das war's es. Eine Karre. Natürlich eine gute Frage, ob ich erstmal mit dem Scheiß zurückfahre. Aber würde ich erstmal sagen, ich fahre erstmal mit dem Scheiß wieder zurück. Das sieht richtig dumm aus. Ja, so ist es ja nicht. Ich gucke ja bloß, wo was ist. So, bei Assassin's Creed hast du es ja dann gleich freigespielt. We got a few too many infestations, I think. Oh. Oh. Auf jeden Fall die Klatschsteine. Hey. Ein Überlebender. Dem helfen wir doch gleich mal. Vielleicht will er dann mit in unsere Basis kommen. Wo ist er? Hallo, Mr. Überlebender, wo sind Sie denn? Also, Mr. Überlebender, so geht das aber nicht. Just gotta keep looking. Nichts gefunden. Alter. Hä? If this is going to be a place worth living in, we really need to work together. Ich glaub, blöde. Was ist hier denn? Got some zombies nearby. Fucking A. Jo, na dann komm mal mit. Gleich. Ich muss da rein zufälligerweise auch lang. Kollege. So, steig mal ein in meine Bude. Und schön vorsichtig fahren. Richtig. Das lässt sich doch aber auch scheiße lenken, sag ich dir. That's the place. Ah.
Alter. Wieso ist das so voll, Alter? Mensch! Bist du bescheuert? Die sehen aus, Alter. Als ob die Michael Myers Masken auf haben. Sense to me. Fucking hell. Nice to know you got my back. Bienvenidos. Let's show you the crib. Jo, na dann komm mal mit. Ich muss eh gerade heme. Kannst du gleich mitkommen. Getting low on that. Jo, beeil dich mal, es könnte hässlich werden. Wieso lenkt sich denn das so behindert? Shit, we got a screamer. Nee, wir fahren zurück. Einfach mal das machen, was ich vorher gesagt habe. Einfach mal zurückfahren. Oh, ein Zombie-Wichser. Heads up, we got zombies. So, die Gemeinschaft hungert nicht mehr. Bienvenidos. Seriously, you're gonna love having me around. Oh, 12-mal essen, Alter. Medikamentenvorrat. Alles klar. Esse was richtig Gutes. Yo, what up, boo? Ja. Campingplatz-Toilette, da gab's nämlich Medikamente. You're dead. You hear me? Dead. I hope nothing heard that. Nein, halt, stopp. Erstmal gucken, ob ich Benzin habe. Ich nehme ich nicht. So. Jo, Tim, ich wünsche dir viel Spaß. Ach, ich wünsche dir viel Spaß. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut und wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Wa? Alles klar.
losing it. Fucking perfect. And we're out. Maybe even having movie theaters again. Seriously. Talk about a legit outpost site. Nichts gefunden. Schön. Ja, Munition, das brauche ich gerade alles gar nicht. Aber... ich will auf jeden Fall heute noch ein bisschen was schaffen. Damit ich mal wieder ein schickes Video am Start habe. Aber mein Charakter, der ist hier gerade... total K.O. Ich bring den, glaube ich, erstmal wieder heme und wechsle mal. Some nights I'd pick up fast food because the thought of buying groceries was just too much. Seems pretty silly now. Gemeinschaft. Looks like it's your lucky day. Oh, hell yeah. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall wirklich mal Medikamente. Way too loud. Aber die holen wir jetzt. Nein, halt, stopp. Gotta be quieter.
So, du brauchst Munition. 762. Die ich natürlich nicht habe. Warum auch, wa? Gut. Hello, ich brauche... There's too many sharp corners and exposed nails Ben. Around the base. It's just not safe. Okay. War ich noch nicht ganz so geschnallt gerade, aber es klappt schon. So, jetzt ist natürlich wohl auch fast dunkel hier. So, jetzt geht's aber da mal wirklich hin. Hier hin zur Toilette. Oh, jetzt war das so noch nachts. Scheiße. Aber das kriegen wir hin. Gab's mal auf die Fresse? Oh, mein Auge. Nice. Das ist wirklich nice. Was tust du denn? Steig doch wohl in. Muss ich da mal hier hin?
could be bad news. So, renn hier. It's locked. Ah, ich weiß nicht, ist übelst laut, oder? Tja, aber anscheinend muss ich es aufbrechen. Oder auch nicht. Way too loud. Gibt's halt noch mal ein paar eine Fresse und dann ist gut. Oh, cool. Yeah, it's time to look elsewhere. Keine Medikamente? Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ich muss halt wohl wirklich in Großstädten mal gehen. So, noch mal. Munition, Benzin, Medikamente. Yo, look, someone needs to send out for some scavenging advice. Network here. I'll get someone on that. No problem. The network could lend us a hand without costing us independence. That's a good offer. Gut. Haben wir frei. Fahren wir da mal hin. Die Dunkelheit ist natürlich richtig scheiße, aber... Tja, was willst du machen, Mo? Thank you.
Schnee. Okay. Sag grad so. Boah, ich. Sah gerade so aus, als ob. Okay, also doch an der Straße. Mal jetzt hier gut hier, was sieht man von meiner Motorhaube? Das freut mich natürlich gerade richtig tierisch, weil ich könnte auf jeden Fall mal deine Hilfe gebrauchen. So. Schönen guten Abend. Mahlzeit. Hallo, hallo. Alter, bist du laut. Was ist los mit dir? Das ist gleich. Keine Problem. Ja, doppelt, Alter. So, ich brauche auf jeden Fall mal ein bisschen deine Hilfe. Ich brauche... Punkte! EP brauche ich. This place looks chock full of nothing. Siehst du die orangenen Pfeile bei mir? Ja, wa? Ja. Gut, da. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Wie geht's hier? Sonst alles klar? Ja. So. So, hier sieht es ganz schön gefährlich aus gerade. Wir gehen aber mal zurück und töten mal diese Grünen, wo der da oben explodiert bestimmt. Oh oh. Wo ist denn der? Da war er gerade. So. Dürfte auf jeden Fall alles Grüne auf der Karte weg sein? Gerade. So, hier muss Medizin irgendwo sein. Ich brauche unbedingt mal neue Waffen, Alter. Egal.
yeah. So. I like that. Oh, Medizinschrank. Na toll, Pete, scheiße. Ah, oh, es kotzt mich an gerade. Pete hat gerade geschrieben, so, hättest mal angeschrieben auf WhatsApp, hättest Zeug von mir kriegen können, hab Gemeinschaft beendet. Oh, ich kotz gerade übelst ab. Aber naja, gut. Scheiße. Gut, hier ist also auch nichts. Gut, zum nächsten Fall. Der ja. Ne, der wird hier immer noch angezeigt. Hm. Vielleicht eine nächste Tür. Ja, hier könnte was sein. Hey, all clear. Yeah, it's time to look elsewhere. Ja, ich habe endlich. No dice. Juhu. That was noisy. So. Ups. Not enough pockets for that. I deserve that. I'm already full up. Warte, warte. Oh. I'm already full up. I'm already full up. The infestations are getting out of hand. They need to be cleared out now. So, also das haben wir jetzt. Rocken wir noch. Aber es wird mir immer noch angezeigt. Hast du überall alle Truhen gelootet? Ja, eigentlich schon, ja. Kann halt sein, dass er auf dem Dach noch irgendwas ist. Kommen wir auf das Dach drauf? Ja. Ah ja, hier. Tja, hier ist aber nix. Ist nicht auf dem Dach.
Aber du siehst so noch, dass das Ausrufezeichen da ist, man. Weil hier daneben ja auch nochmal ein Ausrufezeichen ist. Ja. Das verstehe ich gerade nicht. Ja, Pete, ich weiß, Alter, scheiße. Ich hab nur vorhin gesehen, dass du irgendwas anderes gemacht hast, deswegen wollte ich dich nicht stören oder so. Das kotzt mich natürlich tierisch gerade an, aber... Ja, was soll ich machen jetzt, ja? I'm already full up. This place looks chock full of nothing. Was heißt denn hier drüben? Aber ich hab bei dem anderen Ausrufezeichen. 3 von 4. Ja, 3 von 4 Containern haben wir durchsucht. Da muss auf jeden Fall noch irgendwo was sein. Was ich übersehen hab. Oha. Ich hab einen kleinen Benzintank. Also drin sind auf jeden Fall noch Kannst du dein Headset ein bisschen leiser stellen? Ging dir das? Ich kann es probieren, ja. Also ich glaube, das ist ein bisschen weiter weg vom Mund gemacht. Du bist übelst heftig laut, nämlich. There's a screamer. Guck mal kurz, ob ich eine Einstellung was finde. Tja, ich weiß nicht, warum da noch dieses Ausrufezeichen ist. Ich check's nicht. Bin anscheinend zu blöd dafür. Ja, scheiß drauf. Wir bringen erstmal die Medikamente, würde ich sagen, bringen wir erstmal nach Hause. Und dann, tja, ich brauche heute noch 2000 Punkte. 600 habe ich. Zu solchen Herzen machen. Ja, ich weiß, aber das ist halt alleine ein bisschen schwer. I can't keep fighting.
Kreischer gibt nur 5 Punkte, Alter. Ist ja räudig. So, dann lass uns mal nach Hause fahren, schnell. Das ist eine Horde. Hm, die fahr ich mit dem Auto gleich um. So, let me get this straight. Red Talons offern us everything we need. I say they just want us under their thumb. I'm sure Miss Weston has plenty of honorable folks working in her little army. But like they say, I got no problem with the fist. It's the hand that throws the punch. Network fucks are like the geeks I hassled in high school. Oh. So. Hammer, wa? Ja. So. Wo müssen wir denn mal hin? Ich verstehe nicht mit diesen Ausrufezeichen. Hm. Wer weiß. Oder wollen wir jetzt erstmal, na gut, das sind alles Infektionsherde. Solchen Herde habe ich nicht. Außer wenn wir halt... Ja, meine ich doch. Nee, ich habe nur grünes Zeug. Außer wenn wir jetzt weiter mehr in eine neue Stadt reingehen, dann werden bestimmt noch welche kommen halt. Aber ich habe übelst viel Grüne hier. Ja. Dann machen wir die ganzen Grünen erstmal, wa? Ja. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich mit einem Kumpel hier eine Basis genommen habe. Das sind auch ein paar solche Herzen direkt in der Nähe gewesen. Ja, das, die habe ich ja alle schon gemacht. Fahr ich das Auto, fahr ich schnell das Zeug hinbringen und dann schnappen wir uns mal das ganze Grünzeug, was hier noch zu machen ist. Dann dürfte ich ja mal meine 2000 zusammenkriegen. So. So, 4 Medizin sind jetzt wohl drin, das ist schon mal sehr gut. Jawohl, Pete. So. Wenn du soweit bist, sagst du Bescheid. How goes it? Du bist soweit. Warte, ich bringe erstmal den Scheiß hier weg. Equipped. So, alles klar. Können wir loslegen? Also machen wir jetzt alles Grüne Stück für Stück oder was? Komm mal. Gut.
So, das erste Grüne. So, wie macht man das jetzt? So, so, so. Genau, und da, wo du markiert hast, können wir ja danach gleich hin. Das ist ja okay. So ein Stück Stadt, wa? Mhm. Also sind zum Beispiel auch feindliche Gegner gewesen. Hier ist so eine Polizeistation, da findest du gut Muni und Waffen. Achso, na ja, gut, da war ich halt noch nicht. Ich hab erstmal das ganze andere Gebiet hier. So, rocken wir erstmal dahin. Oh, das lässt sich aber auch scheiße fahren. Drinnen oder was? Geh weg! Alter, ist ja voll. Ich kann auch aussteigen. Voll aus, die Bude hier. Alter, Falter. Wir haben die Party hier drin oder was? Klar doch. Jo, mein Auto qualmt. Super geil. Na, ein Kit mitnehmen, wa? Also ich nicht. Hier ist ein Benzinkanister drin, falls du es auftanken willst und eine Tasche mit Autoteilen. Ich hab auch einen mit. Eine Tasche mit Autoteilen, dann öffne mal die Tasche mit Autoteilen, vielleicht ist ein Kit drin. Nee, war nicht drin. Fuck. War das ist Teile. Ich meine, noch geht das Auto, muss man dazu sagen, ne? So, jetzt habe ich schon mal einen Anführer. And nothing here. Nichts gefunden. Looks like we're in the clear. Yes, we're gonna show up eventually, right? Fuck. Ist eine Viper. Liegt hier drin. Ich muss ein bisschen was ablagern im Auto. Hast du denn Platz?
Das war laut. Ah. Du kannst dann ruhig mit meinem Auto fahren, Mo. Ich weiß nicht, was. Hey, door's open. Ich dachte schon. Oh. Mal die Karte. So, das nächste Seuchenherz ist dann... Ach Quatsch, nicht solchen Herz. Wenn fängst du, der ist da. Ja. Dann fährst du mal, vielleicht kannst du besser fahren als ich. Ich bezweifle das. Also ich fahren. So eine schallgedämpfte Waffe ist schon was Geiles. Glaube ich. Ich habe leider keine. Meine macht übelst laut. Ja. Er ist schon zum zweiten Dings. Ach, warte mal. Ich gehe mal hier zu den blauen Autos. Die haben immer Autoteile drin meistens. Oh Gott. Die haben irgendwie nichts. Alter, verpiss dich, du fette Sau! Okay, running on empty. Du hast so eine Macke! Was krieg ich denn hier abends hier noch? Die Tupion. Haben die eine Macke? So, weiter geht's. Was schreit denn hier so laut? Ach du Heiliger! Hast du eine gute Knarre mit? Ja, jetzt zählt's ab. Da kommt ein Koloss. Weg da, weg da! Ah, fuck, Alter, du Nutte! Pass auf! Hey, du Wichser! Alter, ich hab keine Muni mehr. Scheiße! Ja. Der war gut, Alter. Der war richtig gut. Läuft, Alter. So ein scheiß Wichser, ey. War er das jetzt so? War das das Grüne? Ja, oder? Nee, das da oben. Ja. Wow, Alter, der hat ganz schön...
Geschluckt wie eine Nutte. Ich sag, easy peasy. Das ist nicht mein Auto. Ah. Guck mal, du kannst auch noch ein Auto nehmen. Ist da noch eins, oder was? Ja, hier steht noch eins. Nimmst du das? Und ich nehme das. Oh. Und dann... Ah, der hat aber noch ganz viel Sprit. Entschuldigung. Kein Autoscooter. Dein Auto kein Autoscooter. Kein Autoscooter. Den Geist auf. Ah, das ist gar nicht gut. Alter! Es brennt! Nein! Du kannst es ja dann immer noch reparieren, also. Nein! Nein! Wird das noch auf der Karte angezeigt, ja, aber? Klar. Ich kotze ab. Naja. Dann ist das halt so. Ist nur ein Auto. So, du kannst fahren. Dann muss ich den aber vorher mal auftanken. Hast du? Oder soll ich? Ich hab mit dir. Dann ist alles gut. Ja, Peter, Alter. Rest in peace, Alter. Leider für meine gute Karre. Aber nun ja. Also soll ich nicht fahren, ja? Doch, du kannst ruhig fahren. Ach so! Der hat sich einfach umgesetzt. So ein Schwein. Hupe einfach. Hallo, wir sind da. Oh, volles Fund rein. Und jetzt ba. Volles Fund. Ah! Ja, die nächste Karre brennt. Ja, das reicht jetzt mit Hupen. Ich hab schon längst aufgehört. Echt? Bei mir hupt das die ganze Zeit? Ich weiß. Scheint ein Bug zu sein, den hatte ich bei meinem Kumpel auch. Raus! Raus! The infestation level is basically zero. Thanks for the hard work. Na toll. Das ist auch schon toll. Hat sich richtig gelohnt, den Wagen aufzutanken, würde ich sagen. Ja. Scheiße, was machen wir jetzt? Also jetzt sind wir nur noch zu Foot. Ja, jetzt finden wir hier ein geiles Toolkit und dann hat sich das. Und wo? Ja. Hier drin. Ja, nee. Rucksack Level 6 bringt mir jetzt nicht gerade was. Du bist doch ein Toolkit. Verdammt. Nöp. Okay, we good.
Oh ja. Hilfe kosten. Au. Nix Toolkit. Scheiße. Fuck. Also von der Theorie so krass weit ist es jetzt auch nicht weg. Ja, was meinst du genau? Die Basis, wo wir Zeug abladen können. Ja, und von da aus aber, ja, dann markier mal und dann geh mal da hoch, wo du markiert hast. Mhm. Gerade ob irgendein Fahrzeug noch in der Nähe ist, das man benutzen kann. Ist zum Beispiel ein Taxi. Das man nutzen könnte. Ich würde zu dem Taxi hinlaufen. Mhm. Ich tue meinen Kopf laufen, weil ich habe nicht mehr die Ausdauer. Super. Boah, Alter, verpiss dich, Alter. Ey, ob ich eine Horde alleine platt kriege? Drei Zombies, klar. For real? Ach, du bist hoch hier. Gut. Haben wir das auch? Schnauze! Was geht denn mit dem da unten? Komischer Zombie. Naja, aber dieses Einnehmen von den Außenposten verbraucht er die Punkte, die ich brauche, weißt du? Ich bin übrigens bei dem Taxi. Mhm. Schon gesehen. Running out of steam. If we don't get some more meds, we're gonna be fucked. Special delivery. Yo, genau. Soll er die Tür zumachen? Aber er stellt sich da raus. Gut. Ey! Komische Mitbewohner hier.
have to get rid of some of our resources unless we get more storage. So. Oh, was ist jetzt das nächste? Ah ja, die Dinger hier oben. Alles klar. What's up? Ich will unbedingt diesen Stromdingens. Ein Stromdings? Ja, diesen Stromgenerator, dieses Kraftwerk halt. Wenn du 40 Schrauben hast, könntest du einen improvisierten Schalldämpfer bauen. Ich muss erstmal meinen Typ hier wechseln. So, komm mal weiter. Hast du Benzin mit? Das ist der gepanzerte Krankenwagen, wa? Ja. An dem will ich aufheben. Ja. Ich hab kein Benzin mit. Soll ich noch welches holen? Ja. Ob ich noch was hab? Benzin. Ich habe unendlich viele Waffen, aber ich habe kein Benzin mehr. Gut, warte, dann hole ich. Ein schöner, sicherer Platz. Okay. Nee. So, hab alles. Fährst du? Alles lang. Und hier ist eine Seuchprobe. Kann man nie genug haben. Einmal bitte zum Markierten! Glückwunsch! Nur weil du wieder zwei Nutten überfahren musst. War ich so richtig? So.
Nein, 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 hör auf! Was wollen? Steh! No question. This location is ideal for an outpost. Schnauze! Schnauze! This place looks safe for now. Ist ja ja nicht. Drecksladen, ja, ey. Yep. Doch, da ist was. Sorry. Nothing more to do here. Alter, Peter hat gerade geschrieben, dass hier irgendwo ein Händler ist. Ja, ein mobiler Händler, das könnte sein. Was ist das hier für eine Scheiße? So. Wo ist hier ein Händler? Wo? Wo, 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 wo? Ist es das hier? Kriegsherr, Waffen für alle, persönliches Ziel von Luke. Um Nachforschungen über die Gruppe der Waffenhändler anzustellen, übernimmt die Kontrolle. Ja, ja, leck mich, das will ich nicht. Wo ist er? Wo bist du? Ist jetzt hier. Werden die blau markiert, aber. Finde den Händler im Nordpark. Mysteriöser okay. Händler. Bisschen weit weg. Könnte man ja. Aber schaffen. Ja, ja, klar. Wir fahren jetzt zu dem. Wir fahren gleich da hoch. Du musst ja eigentlich nur die Hauptstraße lang hochfahren. Ja. Benzin haben wir und dann gehen wir dahin. Nein, das ist nicht unser Auto. Das ist unser Auto. Ich hatte die Hoffnung, dass da. Dass ich auf den Kofferraum zugreifen kann und so. Furke finde. Die Straße hoch, ne? Ja. So, wir kommen jetzt auf jeden Fall in ein Gebiet, was ich noch nicht erforscht habe. Das sind drei Häuser auf jeden Fall. In eins davon muss er drin sein. Mhm. Händler! Hallo? Also hier geht Loot. Jetzt echt die Party ab. Excellent. Oh, Machete. Ein Toolkit! Kauf! That's a lot of crap to hold. Nee, hab ich gefunden. Oder so. Geil, dann kann ich irgendwann mal mein scheiß Auto da wohl reparieren. Ja, wir können da theoretisch, wenn wir den Sprit haben, auch wieder hinfahren. Das dann einfach holen. Ja. Also, ja, auch noch loben. Ja. Upsi. Es muss ja wieder sein, wa? Was hast du noch zu bieten, du Olle? Boah, warte mal. Kofferraum, weg hier! Weg hier! Ja, ist ja gut. Kofferraum. Muss ich dir nochmal fragen, was denn? Wo ist der denn?
Sie alle. Wieder hier rein. Ist sie die Händlerin oder was? Also du kannst mit ihr, also sie wird als Dealer bezeichnet und man kann mit ihr handeln, von daher. So, was hast du? Leichtes Aufwertungskit, schweres Aufwertungskit, Messingsammler, Hunter-Set und mittleres Aufwertungskit. Ich sehe ihn. Ich muss jetzt mal kurz dahin fahren. Warte. Meinst du, das war die Händlerin? Nee, war sie nicht, weil sonst hätten wir die Mission, glaube ich, abgeschlossen. Oder? Nee, sie nach, was Vinetta im Angebot hat. Das musst du aber machen, glaube ich. Weil ich habe es gerade schon gemacht. So, ja, dann wo ist sie denn? Die ist in der Hütte drin. I got something you want, you got something I want. Okay. Scharfe Machete 300. Ich hab bei mir ein ganz anderes Angebot. Das, was ich laufe jetzt dahin, was ich markiert habe. Boah, Alter, die hat übelste Waffen, Alter. Was ist denn los mit der, Alter? Ja, aber das bringt mir gerade hier alles nichts. Weil ich erstmal. Aber das war die noch nicht. Ja, dann die anderen Häuser noch abklappern. Aber hier sind keine anderen Häuser mehr. Dann war die das wirklich. Ja, das war sie. Hier das noch? Nee, sie war das. Ja, aber dann ist die Quest noch nicht weg, komischerweise. Sieh nach, was Vinetta im Angebot hat, hab ich doch. I got a feeling you and me can do business. Why not? Ich kann halt meine Punkte hier nicht ausgeben, Alter, wenn ich die halt brauche, weißt du, wie ich mein? So, you ready to start dealing? Okay. Okay, let's do this. Sure. Be careful. That's not. Oh! Was ist der denn, Alter? Was machst du schon wieder? Da war irgend so ein Zombie, Alter, in übelste Polizeiuniform. So, you ready to start? Gepanzerter halt. Sure. Also Pete meint, ich soll die Waffen immer kaufen. Aber dann ist ja mein ganzes Geld weg. Oder meine Punkte halt. Pete, sag doch mal was, ich will doch diesen Strom-Dings kaufen. Oder einnehmen, zumindestens. Na, okay.
Okay. Na gut, so habe ich halt nicht. So. Bei mir wäre übrigens auch noch Loot. Wenn du dir holen könntest. Steig da wohl hin. Steht eine fette Karre. Übrigens. Oh ja. Kenn ich sogar. Ich bin hier gerade fett am Urinal abgefallen. Alter, ich krieg's nicht hin, aber er oder was? Komm her, Alter. Hau die Fresse ein. Macht auf jeden Fall schöne Geräusche. Schnauze. Schnauze! So. So, wo fahren wir jetzt hin? Dahin. I got an offer to make you guys. Can we talk here? Alter, haben wir noch hier noch Waffen? Wir müssen den nicht umbinden. Wir müssten den nicht töten, den Koloss. Ja, aber das sind 50 Punkte. Wie du willst. Überlebender oder irgend so ein Scheiß stand da. Überleben. Ja, ich weiß, hier direkt nebenan. Sandwich! Alter. Das juckt ihn gar nicht, Alter. Wah! Oh, mich doch nicht, Alter! Oh Gott. Halt die Gusche. Ah! That's it for my ammo. Oh, nein! Alter, du hässliche Schwein. Alter.
Nahkampf. Kaffee rein und dann Nahkampf. Feuer! Penner! Komm, Kaffee. Yay! Mein Auto ist fast Schrott. Ja, meins ist auch so gut wie Schrott. Aber wir haben übelst viel Zeug hinten drin im Kofferraum. Was? Hier in dem Taxi ja, drin. Ein Controller hier drin, die braucht Hilfe. Ey! Sorry. Schnauze, hab ich gesagt. Hi, erinnerst du. Was hast du denn? Oh, das Kaffee. Bleib doch mal hier, du blöde Fotze. Alter! Good. Zum solchen Herz? Ich hab Toolkit! Noch eins? Dann ja. Reparieren mal. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir fahren erstmal mit dem Taxi und du mit deinen, so lange wie es noch geht, würde ich sagen. Ne? Na, einer müsste mit dein anderes Auto. Willst du das stehen lassen? Nee, ich würde auf jeden Fall erstmal. Also diesen Maximilian, den würde ich schon gerne mitnehmen, weil der Schnieke ist. Ja, warum nimmst du den nicht? Ach so, du bist gar nicht hingestiegen, Jutta ist klar. Entschuldigung. Du hast sogar ein Benzinkanister noch drin. Ich mach das Toolkit auch mit rein. Genau. So. So, noch ein bisschen Platz. Und da kannst du deine Karre eigentlich schon reparieren. Jetzt. Na, ich will das Militärfahrzeug reparieren. Ja, aber wir haben ja zwei. Ich muss ja den Maximilian nicht zwangsläufig reparieren. Der sieht ja noch ganz in Ordnung aus. Deshalb. Reparier ruhig. Das Taxi oder was? Ja. Na, das ist jetzt so gut wie kaputt. How's it going? So, I've got something you guys might be interested in. Okay, hab ich. Ist hier immer noch ein Container? What the fuck? Der draußen? Wir müssen zum solchen Herz. Was soll ich machen? Ich würde bloß gerne vorher noch wissen, wo der letzte Container ist. Ist auch noch Zeit, was du looten könntest, ne? Hm. Scheiß drauf. Das ist alles gelootet, das auch. Noch ein Benzinkanister. Jo, Alter, was geht da mit euch ab? Mädels. Schnauze.
Ich hab sogar noch ein zweites Toolkit. Alter, krass. Jetzt muss ich mich aber auch beeilen, weil sonst werde ich zu dir gebracht. Ankettung steht bevor. Stopp! Hast du Waffen mit wegen des Seuchenherz? Leider nicht. Okay. Oder? In irgendeinem Fahrzeug war, glaube ich, der Revolver, den ich da abgestellt habe. Oder abgelegt habe. Jetzt sieht's los hier drin, Alter. Jetzt los! Alter, verpiss dich, Mann! Oh, jetzt ist meine Waffe kaputt. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, ne? Dann halt mit der Nahkampfwaffe. Gib ihn. Alles gut. Oh, Alter, Leute! Hilfe! Piss dich, Mann! Alle im Weg, Alter. Verpisst euch. Mitglied der Schaulust. Shit. Hardly worth the effort. Later. Jeez. Ja, sorry. Du hast dein Taxi schon repariert, wa? Ja. Dann repariere ich jetzt mal auch meine Karre. Dann haben wir noch ein Toolkit, wa? Gut. Genau. So, die Karre sieht wieder schick aus. Dann ich euch mal ein. Könnte die ganzen Sorten umnehmen. Scheiße, jetzt ist natürlich mein Tablet hier alle. Jetzt sehe ich natürlich nicht mehr, wer hier schreibt. Aber das kriegen wir auch noch hin. Zack. So. So, Karre ist fertig, so. Was haben wir denn jetzt hier? 1145, ey, das ist immer noch übelst wenig. Ich brauch 2000.
Hier ist eine Aufgabe. Rocken wir mal dahin, ma. Yo, heads up. Learned a couple of things while I was out. If I want to stay healthy, I got to keep away from these plague eggs. Alter! Der Koloss ruht uns auf den Pferd. Hey Junge, wie du machst mein Auto kaputt? Ich hab den. Du hast dich einfach drauf gehauen. Junge. Oha, was ist denn hier für eine Party? Party hart! Richtiges Gangbang hier. Draußen vor der Tür steht noch unser allerliebster Freund. Darauf wartet, dass wir. Boah, was sie hier mal alle vor La Poussière stehen. Oh, ich hab eine Idee. Ich habe eine Idee. Und zwar. Was im Chat ist. Dich lege ich jetzt ab. Dafür nehme ich dich. Jetzt kriegst du was ins Gesicht geworfen, Freundchen. Man, I'm out of gas. Hey. Ah, fuck! Ich hab doch gesagt, ich werf dir was ins Gesicht. Das ist mir leid. Hat mir erstmal schön eine reingeladen. Yeah! Also. So ein Arschloch. So ein kleiner Dassloch. Ich nehme mich wieder. Meine Güte, war das anstrengend. Thank you, Santa. Ein Medizinbuch. Yay! Nothing but dust and light. Das ist gut. Stimmt. Oh, Schmerzmittel. Gut. Dann droppen wir halt mal kurz die Waffenüberreste. Nimm das Schmerzmittel. Nimm die Waffe. Nein. Oh, jetzt stehen die Gale im Weg, Alter. Das ist alles, was ich mit meinem Speer ankotzt. 5 Milliarden Leute, die da im Weg stehen. Oh,
hier. Oh, du hässliches Schwein, Halsmaul. Okay, ich glaube, die Olle ist so gut wie tot. Nein! Noch lebt sie. Beschütz sie! Aber sie ja, ich versuch's. Aber die Olle stellt sich halt auch ein bisschen blöd an. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wo ist sie denn? Scheiße, Alter. Warte. Not good. Da, meine gute Machete schon kaputt oder was? Wie geht denn das? Ein paar Rang ist doch beschädigt. Mir fehlt noch ein Container. Was auch noch ist. Oh, hallo. Ah, hier. I've scoured it. Ah, noch ein bisschen Kanister. Gerät vielleicht, ja, ich tank mal deine Taktik. Du gehst mir auf den Sack. Du gehst mir auf den Sack. Geh mir jetzt nicht auf den Sack. Verpiss es die sich! Schnauze, Alter. Jetzt, oh Gott, da kommt ein Aufgeblähter, da kommt ein Aufgeblähter. Wo? Da, fuck. Beim Taxi, bei mir, bei mir. Waffe? Ja, dann geh mal da weg, nee, Alter! Was ist denn los mit dir? Ich hab gedacht, der explodiert nicht voll alleine. Ich wollte das Taxi auftanken. Und das schon seit 5 Minuten, Alter. I owe you one. So. Das war doch ganz gut. Dann tacke ich jetzt meine Karre auf. Ihr könnt mir ja mal, Alter. So. Oh, ich habe 1325. Aber ich brauche 2000. Wie kriege ich denn jetzt schnell Kohle? Weiß nicht. Es ist extrem schwer. Ich bin jetzt wieder angekrochen. So. Hallo. Getankt. Na gut, wenn nicht. Muss ich halt morgen weitermachen. Gucken, wie ich dann immer weiter für 2000 kriege, damit ich eigentlich Strom in meiner Basis habe. Aber wir fahren da jetzt erstmal hin und machen den Infektionsherd und dann gehen wir mal in diese Stadt, die gleich daneben ist. Die du vorhin schon anvisiert hast. Ich würde allerdings vorher noch wegbringen. Weil du wirst in der Stadt relativ viel looten können. Ja, stimmt. Also den Infektionsherd können wir noch machen. Genau, gut. Dann machen wir den und dann fahren wir Loot wegbringen. Ja. Das ist eine gute Idee. Alter. Boah, Alter. So. Danke. Sorry. Otto frisch sauber gemacht. Er schmeißt mir erstmal ein Zombie ein. Oh, ah, ah, oh, 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 oh. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Nein, warte, warte. Nein. Nein, fahr los. Hi, guys. Töte sie alle! Okay, well that's that. Wozu hab ich meine Karre eigentlich repariert, ha? Oh. That's
Milde. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, dass du voll an dem vorbeifährst? Müssen alle Sinn, wa? I can still smell the rotten fuckers. Nee? Setz es dich auch noch an meine Karre! Was soll das? Piss dich! Das waren alle, oder? Ich bräuchte was wie ein Kaffee oder ein Energy Drink. Upsi. Anyone listening? We've got goods to trade. Sag mir nicht, dass das noch. Oh. Benzinkanister. Alter, Pete hat mich gerade auf eine Idee gebracht. Dass ich Sachen verkaufe, dass ich auf meine Punkte komme. Weil wir wollen doch jetzt eh zurück. Auch ja. Ja, dann mache ich das. Den ganzen Scheiß, den ich nicht brauche, verticke ich, Alter. Genau, so mache ich das. Und dann müssen wir hierher wieder, weil hier gibt es nämlich Strom. So, dann fahren wir jetzt am besten mal zurück. Warte mal. Danke, Pete, auf jeden Fall für deine guten Informationen. Ah, da muss ich erstmal einen Händler suchen, ne? Dürfte da nicht die. Aber hier ist ein Wandernder. Die ist immer noch da. Ein Wandernder Händler und die alte ist noch 3 Stunden da oder sowas. Ja. Gut. Erstmal zur Basis. So. Dann machen wir erstmal Kofferraum und alles leer. Und dann können wir das Zeug hoch im Kofferraum packen oder so. Was wir halt nicht mehr mittragen können. Oh. Jo, danke. Bitte. Ich fahr jetzt einfach. Nochmal. Schöne Karre, Alter. Du kannst. Hier ist belegt, du musst da vorne dann. Warum ist klar? Ja, stimmt, das hat. Oh, wie heißt er? Johnny hat das zu mir gesagt. Dass seine Basis halt irgendwie immer Strom hat, irgendwie. Man, I'm out of gas. Oh, meine Basis ist fröhlich. Wuhu! Hello there.
supplies delivered as promised. Yeah, no room for that. Gut. Ach so, wenn man die Außenposten einnimmt und wieder freigibt, kriegst du deine Punkte wieder scheinbar. Was? Ja, hat Pete gerade geschrieben. Das wusste ich nicht. Ich mach's das mal jetzt so und dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Ja, die sagt, ich soll das Haus von der Händlerin halt einnehmen. Dann das Zeug halt rausholen. Und dann. So, ich habe jetzt hier noch Scheiß. Den verkaufe ich jetzt und dann müsste ich mal meine zwei Scheine zusammen haben. Boah, ey, wer steht denn hier vorm Brett? Du fährst jetzt zu der Truller da nach oben, oder wie? Wo war denn die? Ah, die war hier. Ja, genau. Da möchte ich hin. Was ist denn der Militärtruck jetzt? Hier unten wäre auch noch ein Wanderhändler. Ja, was gibt mehr? Die da oben oder die da unten? Weiß ich nicht. Tja. Hey, some of our shit just got trashed because we got no place to store it all. Kommst du mit? Weil du musst mit, oder? Ja, je nachdem zu welchem du fährst. Ja, dann fahr zu denen runter. Den, der nicht so weit weg ist. Ja, da kann ich sogar, glaube ich, hier bleiben. Gut. Hast du markiert? Oder. Ja, es ist schon markiert. War hier nicht der Militärtruck? Latsche ich da jetzt mit dem Toolkit mal hin. Was ist jetzt dieser bekackte Händler?
How's it going? I'm with the network. How you doing? I got a feeling you and me can do business. Yeah, sure. Ja, die da oben hätte auf jeden Fall mehr hier. Feel like shit. Fucking plague zombies. Ah ja, alles klar. Also der Sonderhändler, Jonathan, hat mehr Geld. Ansonsten haben alle immer das Gleiche. Also die zahlen halt alle immer das Gleiche. Let me make you an offer. Yeah, sure. This load's gonna wear me out. Nein! Ich behindert! Was hast du gemacht? Oh, statt zu verkaufen, habe ich gekauft. Oh nein! Vielleicht kannst du es direkt wieder verkaufen. Oh, ich bin so ein Opfer. Das kotzt mich gerade so hart an. I got a feeling you and me can do business. Boah, 300 brauche ich jetzt noch. Keeping my fingers crossed that these guys are einfach cool. Nur behindert. Oh, ey, Mensch, piss ich vor mein Auto, Junge, ey. Kotz mich an. Piss ich, ey. So, cooler Händler, ich komme gleich zurück. Ich muss neuen Scheiß holen. Weil ich dumm bin. So, Militärtruck ist repariert. Juhu! Dann bringen wir den mal zurück nach Hause. In dein Auto? Ah ne, du bist gelaufen. Ich bin gar nicht. Pass auf, der fährt sich ein bisschen irgendwie steif. Ja, ich weiß, der hat eine komische Wendekreis. Rest in power, fam. Was bringt noch gut Geld, Pete? Wisst ihr das? I grew up on the bayou. My people made beauty from ugliness. Munition nicht, wa? What we had and looking out for our neighbors. That's what the network is about too. That was loud.
knew our hard work would start paying off. Yeah, I already got all the crap I can carry. Man, I am out of gas. Gotta be quieter. Gotta be quieter. So, ich fahre das jetzt noch weg, dann mache ich, hole ich. Hello. Diese Stromteil-Dingens. Und dann habe ich meine Mission für heute schon mal erledigt. Hast du mittlerweile schon Schalldämpfer gebaut? Nö. Some of our shit just got trashed because we got no place to store it all. Oh, jetzt fahr ich erstmal schnell dahin. Du kannst da mal den Militärtruck mal auf dem Parkplatz parken. Wenn du mal guckst, ich hab das Starter mit Schalldämpfer, was ziemlich entspannt ist. Ja, glaube ich. So, wo ist denn dieser verkackte Händler jetzt? Kannst du mir mal den Händler markieren? Ja, Sekunde. Ja, bei dem du vorhin warst, ja. Hä? Jetzt ist der woanders, oder was? Jetzt ist er woanders. Nee, nee, du hast bei dem schon gehandelt, deshalb. Muss ich dir jetzt sogar hinterherfahren. Sonst werde ich, oder ich lerne automatisch bei dir. Oh Mann. Ja, ich hänge fest, super. Kannst du mich mal anfahren? Ich stecke fest. Eine Sekunde. Sonst lieber GTA einfach hin und her schaukeln. Na, geht grad nicht. Nö. Ach da. Ich bedanke mich. Jetzt stecke ich fest. Ich sitze? Nee, tue ich nicht. Warte. Nee, tue ich nicht. Alter. Ey, der Händler ist doch jetzt aber gerade am Arsch der Welt, Alter. Da war ich vorhin nicht. Doch. Na, ich bin vorhin 200 Meter gelaufen. Und nicht 800. Ja, das ist eine andere, ja. Warte. Au, au, au. I feel like shit. Fucking plague zombies.
Ja, kann das sein, dass die Nacht länger ist als der Tag, Alter? Ja. Oh, ist das unausstehlich. Oh, jetzt ist hier Berg und jetzt komme ich hier nicht weiter, oder was? Oh. Deswegen fährt man auch über die normale Straße. Also ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da. Ich auch gleich. Oh. Wer hat den Pfeiler hier hingebaut? Alter! Ja, fahr mein Wagen ruhig kaputt, du! Oh, das ist super, ja. Sorry, ey. Ich hab dir dein scheiß Leben gerettet. Ich hab dir einfach mal dein Leben gerettet. Das ist die alte oder was? Let me make you an offer. Sure. So, du kannst schon mal den Stromdings markieren. Mensch, lass mich doch mal in Ruhe. Schwein. I got something you want, you got something I want. Okay. So. So, und jetzt geht's ab zum Strom. Und dann geht's wieder nach Hause. Wie läuft denn das dann ab, Alter? Wenn ich jetzt Strom hab, dann leuchtet mein Zuhause, oder wie muss ich mir das... Ja? Ja, also ich hatte mit meinem Kumpel halt hier in der Basis, bei dem Eckbüro. Und er hat halt einen großen Generator halt draußen aufgestellt und dadurch hattest du dann in der Nacht in deiner Wohnung, in deiner Basis halt Licht. Allerdings muss ich dazu sagen, dass es bei mir ein bisschen verbuggt war. Während bei ihm halt Licht war, war es bei mir noch dunkel. Bei uns war es halt auch so, dass das direkt die Heimatbasis war. Mhm. Und halt nicht, also willst du das zum Außenposten machen oder willst du das jetzt zur neuen Basis machen? Zum Außenposten. Da weiß ich nicht, ob du dann auch in deiner Heimatbasis Strom hast. Aber das ist doch das hier, oder? Na, da steht permanente Schutzzone, Stromversorgung, Moralbonus. Ach, das Ding! Ja. Ja, es kann durchaus sein. Ich weiß nicht, ob das in einem bestimmten Radius sein muss oder sowas.
Alter, keine Ahnung. Pete, bist du noch da? Probieren geht über Studieren, würde ich sagen. Ja, tägliche Benzinkosten, ja, Moralbonus, Stromversorgung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt. Ja, gibt Strom bei mir. Gut, alles klar. Fahren wir hin. Auf, auf! Endlich, Alter, freue ich mich gerade, Alter. Oh fuck, oh fuck. GTA Lifestyle. Bad news. We left things flying around and some of our supplies were ruined. Hast du es jetzt auch nochmal markiert? Ey, gefühlt ist gerade ein ganzer Tag Nacht. Hm. Kein Problem. Dafür fahre ich ja hinterher. Das ist aber wirklich ganz schön scheiße, dass du, egal wo du hängen bleibst, zack, bleibst erstmal schön dann klatschen, so, weißt du? So. Wo ist das Ding hier? God. Fucking plague zombies must think they own this town. Wo ist das Teil, wo ich hier machen kann? In der Ding selbst. Glaube ich. In. Nee, es war draußen. Blöde, das war doch immer draußen. Oh, wir sind ganz verkehrt. Scheinbar hier doch hier drin eine Stromnebenstation. Hä, aber das andere riecht doch vorhin anders. Wo bin ich blöde? War das das überhaupt? Oh yeah, this place could come in real handy as an outpost. Dass du das von hier drin machen kannst. Ja, das muss von da drin sein. Aber ich war irgendwann mal mit John woanders und da war das irgendwie draußen, wenn ich mich recht erinnere. Alter. Hm. Egal, da muss das von hier drin sein. Nothing worth a damn in this place.
Wo ist das Ding? Da. Guys, guys, we got us a goddamn outpost. So. Jetzt habe ich Essen, Wasser und Strom. Dürfte ja gut sein. So, ey, bist du noch da, Alter? Ja. Gut. So, jetzt fahren wir mal zu mir nach... Wollen wir noch dieses Herz kaputt machen und dann nach Hause fahren? Oh. Aber ich habe keine Medizin mit oder sowas. Dann ist unsicher, aber... Warte mal. Ich hab meine Waffe weggepackt. Nee, am besten wir fahren nach Hause, meine Waffe ist nämlich auch beschädigt. Nee, ich hab hier, du kannst hier auf den Schlüssel zugreifen und deine Sachen reparieren. Ach ja, stimmt ja. Wenn nicht, kann ich da auch Sachen droppen. Notfalls. Stimmt. Ich, ja. Hab ich überhaupt noch Medizin? Ja, hier, ja, erste Hilfe. Was nehmen wir denn da am besten? Haben wir da ich alles? Hab keine Waffen mehr. Das nächste, was ich mal vorhab, ist wirklich mir mal Waffen zu suchen. Du siehst ja in deinem Lager, von was du die meisten Patronen hast. Sag mal an. Habe ich alle verkauft. Ach, du hast alle Patronen verkauft? Okay. Dann würde ich... Weil das nächste ist ja die Polizeistation, wo ich dann überall mal hingehe. Und da werde ich mit der neues Zeug zusammenfahren. Ja. So, warte mal. Ja. Ablegen. Well, shit, that went way better than I expected. Das ist da jetzt. Nee, nicht hier. Draußen. Oh, ich sehe ja gerade hier unten. Ja, ja. So, Patronen habe ich aufgesammelt. Da dürfte noch eine Waffe. Hier liegt noch eine Waffe. Ne, Moment. Das sind auch Patronen. Das ist denn die Waffe? Die Waffe dürftest du aber auch haben. Ja, sorry. Das ist... dann packe ich jetzt mal meine Sniper weg und nehme mal eine Shotgun mit. Ja.
ich nicht mehr. Tschüss. Halt. Was für Patronen brauchst du? 12er. Oh. Granate oder sowas hab. Ist ja auch nicht geschadet. Habe ich 8 Stück. Halleluja. Das dürfte reichen. Meinst du? Ja. Aber sag vorher Bescheid bitte wieder, ja? So wie letztes Mal. Der hätte aber nicht mehr viel Sprit. Shit, nada. You know, man, every day is better than yesterday, with you guys around. Yeah, now this feels like a loot-rich environment. Wo ist es denn? Ah ja. Okay, time to get her done. Willst du gleich drin flacken, die Granate? Da gibt's richtig viel Loot, Alter. Fire in the hole! Eine! Wieso eine, wenn ihr auf 5 reinschmeißen kann, ha? Ach so, dann ist das also. Ah, alles klar. Alles klar. Ich dachte, das ist, kommt dann immer so wellenmäßig, wisst du? Ja, direkt noch mehr Shotgun-Patronen. Ey! Was war das? Schnauze. Ist blutet. This makes dodging zombies worth the risk. Jackpot. Ein großer Rucksack. Noch ein großer Rucksack. Weil Jo, Pete, ich wünsche dir eine schöne gute Nacht. Schlaf gut. Und falls ich morgen kann, ich muss erst 19 Uhr arbeiten. Ich weiß aber nicht, ob ich im Laufe des Tages noch was mache. Und wenn, schreibe ich dich an auf jeden Fall. Und wenn nicht, bin ich auf Arbeit halt, wa? Alles klar, vielen Dank fürs Helfen, Alter. Hat mir sehr geholfen, auf jeden Fall. Hau rein, schlaf schön. Aus der Pete. Alter, wie viele 8er Rucksäcke sind denn noch? Jetzt 3 mittlerweile gefunden. Alter, nicht schlecht. Ja, ich habe schon all the crap I can carry. Yeah, no room for that.
so. So, na dann geht's jetzt mal hinwärts, wa? My fucking feet here. Vergiss nicht, die Container hier noch zu looten. Ich bin komplett voll. Das ist ein aufgeblähter. Shit, I'm getting that fucking zombie crud. Darf ich? Komm, wir machen zusammen. Eins. Du hast eine Pistole, ich hab eine Shotgun. Achso. Eins. Zweifel, dass ich den treffen werde. Schieß einfach. Scheiße, daneben. Alter, wieder den. Also. Bum bum. So, hinwärts. Jetzt mal gucken, wie es aussieht, wenn ich Strom hab. Hab ich dann Licht? Leuchtet das dann oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja? Ja. Also sollte. Wenn alles klappt. Und rechts auf die Straße. Es ist gerade Tag. Wenn ich den ersten Teil mich erinnere, Alter, da waren die Horden übelst viele. Eine Horde direkt von der Basis. Classic. So. Jetzt haben wir das. Ich sehe hier gar nichts, ob hier irgendwas Strom hat. It's not right. Why did he have to be taken away from us? Brauchst du zufälligerweise Rucksäcke Level 6 und 7? Nö, nee, eigentlich nicht. Ich hab ja 8er. So, wo sehe ich jetzt, ob hier Strom ist? Hast du einen Generator gebaut? Wie baue ich den denn?
Na, du hast ja hier diese komischen Flächen gehabt, wo du jetzt ja zum Beispiel eine Werkstatt gebaut hast oder sowas. Ja, und ja. Da dürftest du auch einen Slot quasi haben, wo du halt einen Generator bauen kannst. Na, die sind aber alle belegt schon bei mir. Dann wird das schwierig. Ja, ich könnte ja so einen Wachposten wegmachen. Wenn du stattdessen da auch einen Generator hinmachen kannst, ja, warum nicht? Den kann ich nicht mal wegmachen. Staying safe out there. Haha, scheiße. Was mache ich denn hier jetzt? Weil ich brauche auf jeden Fall ein Lager, ich brauche eine Werkstatt und ich brauche... Ja, nicht muss ich so ein Bett wegmachen. Du musst halt generell gucken, ob du... vielleicht sogar nach einer größeren Heimatbasis suchst, die genau, also die Basis, die ich halt da mit dem Kumpel geholt habe, die hat eine Restaurantküche, einen Aussichtspunkt, überdachte Betten, zwei Parkflächen, einen großen Slot, zwei kleine Innenbereichslots und drei kleine Außenbereichslots. Also es ist schon relativ gut für eine Basis so. Aber hier ist es bei Außenbetten 2, ja? Habe ich die Aktion Generator auftanken. Everything okay here? Eine Zombie-Bedrohung für eine Stunde Strom für diese Anlage. Gib Benzin aus dem tragbaren Generator zur starken dazugehörigen vorübergehend mit Strom zu versorgen. Also die Betten kann ich mit Strom versorgen. Was soll denn mit einem Bett mit Strom, aber okay. Wasserversorgung kann ich auffüllen. Scheinbar. So, jetzt will ich mal gucken. Die Farm. Das interessiert mich jetzt mal. Anscheinend habe ich jetzt Strom einfach so. Das sieht auf jeden Fall klar. Oh. Wir haben mal wieder einen Koloss in der Nähe. Yay! Den schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich
warte jetzt mal, bis meine Farm fertig ist in 50 Sekunden. Da kriege ich jeden Tag noch 2 Lebensmittel auch noch. Bin ich ja mal gespannt, wie das ist. Schmeiß weg. Sag mal, du scheiß Telefon, bist du doof? Jetzt bin ich mal gespannt, sehe ich mal. Feel like shit. Fucking plague zombies. Wow, das ist auch eine große Basis hier. Nice day, huh? Okay. Die Zombies in unmittelbarer Umgebung sind gekillt. Bezüglich des Stroms musst du wahrscheinlich abwarten, bis du. Bis halt wieder Nacht. Das ist mal, wollte ich gerade sagen, ja, bis dunkel ist. Wenn ich halt Generator bauen. Oder halt wirklich irgendwann dann. Man, I'm out of gas. Eine größere Basis. Genau. Dann ist ein aufgeblähter, den snipe ich. Yeah, can't do it. You know what these muertos got. Werte die Kommandozentrale auf, aber da brauche ich irgendwie Computer Erkenntnisse. Ich glaube, die kannst du lernen, wenn du, halt zum Beispiel eine Bibliothek lootest und da ein Buch über Computertechnik ja, und sowas klar, findest. Klar. Hm. Naja gut, dann würde ich für heute erstmal aufhören. Jetzt ist kurz nach 3. Oha, krass. Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, Alter.
Und lieben gern wieder, Alter, wenn du Bock hast. Ja. Melde dich einfach oder ich melde mich bei dir und dann mach mal weiter. Vielleicht springe ich auch einfach mal bei dir rein oder du bei mir weiter oder wie du möchtest. Komm, ja. Ja? Ich bin da offen. Alles klar, super. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Helfen. Kein Ding. Und gerne. Dann hören wir uns und sehen uns. Jawohl. Schlaf schön, gute Nacht. Du auch. So, ja, das war diesmal ein weitaus längerer Stream von State of Decay 2. Hat mir auf jeden Fall super Spaß gemacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich heute so lange zocke, aber muss auch mal sein. Ich muss morgen erst später arbeiten, also was soll's. Ja. Dann hau ich mich jetzt auch ins Neste und wir machen morgen weiter. Ich habe eigentlich den Stromgenerator und ja, morgen wird es dann im Laufe des Tages, wenn ich schaffe, Vampire neues Let's Play geben und ja, das Video lade ich dann auch morgen im Laufe des Tages hoch und die anderen Vorgänger-Dinger auch noch, wa? Dann haut rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.